Heute wartet die letzte Herausforderung im Hochgebirge dieser Tour. Zum ersten Mal in der Geschichte mit dem Mythos Col d'Isoire als Etappenziel. Im Finale also ein 14 Kilometer langer Anstieg, 7% Steigung im Schnitt, dabei aber auch Passagen bis zu 10% steil, mit der Zielankunft auf über 2300 Metern Höhe. Die Bühne für Hoffnungen auf einen Erfolg für einen Ausreißer, wie für einen Schlagabtausch der Favoriten mit dem Vorspiel am Col des Vars. Als es dann mit viel Tempo in Briançon losgeht, beginnen die Attacken. Viele dabei, die von Beginn an, seit dem Start der zweiten Etappe in Düsseldorf, es schon mehrfach versuchten. Sky akzeptiert eine erste Gruppe von mehr als 50 Fahrern. Die Bestplatzierten sind Brice Feuillu, Serge Pauls, Carlos Betancourt, auch Bauke Mollema. Sie liegen in der Gesamtwertung im Bereich von Platz 20, aber eine Gefahr sind sie natürlich nicht. Dazu Bakelands, De Gendt, Chavanel oder Navarro. Aus deutscher Sicht Geschke und Pollitt. Ajou Desert, Cannondale und Astana haben aus taktischen Gründen Fahrer vorne positioniert, um im Finale eventuell Bardet, Uran und Aru zu unterstützen. Nach der ersten Bergwertung an der Côte des Demoiselles Coiffées bricht die Gruppe der 54 dann auseinander. Der Belgier Thomas De Gendt ist als erster oben. 91 Kilometer vor dem Ziel findet man sich dann aber wieder zusammen. Man hat 7 Minuten Vorsprung und die vereinzelte Hoffnung, vielleicht durchzukommen. Am Fuß zum Col des Vars teilt sich die Gruppe erneut. Vorne dabei Pauls, Benot, Chavanel, Navarro und Vöckler. Sie haben schnell 1 Minute Vorsprung. Und 1 Kilometer vor der Bergwertung geht Romain Sicard in die Offensive. Oben ist er dann in Begleitung von Alexei Lutsenko. Der Kasache holt sich die 10 Punkte. In der Abfahrt fahren Atapuma, Sicard und Galopin dann wieder zu ihm auf. Im Hauptfeld erhöht Ajou Desert nun das Tempo. Das Ziel ist, Aru, Froome und Uran von ihren Helfern zu isolieren, vor dem letzten Anstieg. Dort löst sich Lutsenko. Von Atapuma gefolgt von Galopin und Dani Navarro. Das Feld liegt nun nur noch 4 Minuten zurück. Ajou Desert beendet nun die Arbeit. Froome und Sky sind nicht in Schwierigkeiten, dafür aber Fabio Aru, der Mühe hat zu folgen. Atapuma fährt nun an der Spitze, vor Lutsenko aber sein Vorsprung beginnt extrem schnell zu schmelzen. Aus dem Peloton heraus springt nun Bagui nach vorne. Contador folgt ihm, aber nur kurz. Sky wählt nun eine grandiose Taktik, schickt Lambda nach vorne. Nun stehen Froomes Konkurrenten extrem unter Druck. Vorne fährt nun Véron Bagui, nachdem er alle Ausreißer gestellt hat, den Sieg ein. Sicher einen der prestigeträchtigsten dieser Tour de France. Dann kommt Atapuma und die Favoriten sprinten noch um Rang 3, den letzten Platz mit einer Bonifikation. Die sichert sich Romain Bardet, aber Froome war dennoch nicht zu gefährden. In der Schlussphase der Tour setzt das Team Sunweb beeindruckende Ausrufezeichen, speziell Warren Bagui. Es geht nicht nur um die uneinholbare Führung beim Bergtrikot, es geht auch um seinen bereits 2. Etappensieg. Dazu ein Platz unter den Top 10 der Gesamtwertung. Bagui ist eine der großen Entdeckungen der Tour 2017. Ich kann das eigentlich gar nicht glauben, dass ich hier oben am Isoire gewonnen habe. Seit einigen Wochen habe ich mich schon damit beschäftigt und hatte dieses Ziel im Blick. Aber dort zum ersten Mal als Erster oben zu sein, das ist einfach unglaublich. Warren Bagil schreibt Radsportgeschichte mit dem ersten Etappensieg am Col d'Isoire vor Atapuma, der einen Erfolg aus der Fluchtgruppe knapp verpasst. Bardet wird Dritter und holt sich 4 Sekunden Bonifikation. Dies wirkt sich auf die Abstände im Gesamtklassement aus. Bardet jetzt alleiniger Zweiter, 6 Sekunden vor Uran. Aru verliert weiter an Boden und Bagil jetzt schon 9. Die Sprinter werden sich freuen. Morgen geht es wieder in die Ebene, in Richtung Marseille, dort wo am Samstag das Zeitfahren stattfindet. Zuvor aber wartet die längste Etappe der Tour de France 2017 mit dem Ziel ins Salon de Provence. Nach dem Start in Embrun ein paar Wellen, aber die Voraussetzungen sind da für einen Sprint am Ende der Etappe.